Greetings, Tony ist back. Und zwar heute ein ganz kleines, kurzes Video. Wo man Sekiro Schuldschein findet. Und zwar findet man den, wenn man einen göttlichen Drachen besiegt hat. Das ist dann Ashina Umland. Da ist dann der Händler. Mein Herr, wie geht es euch? Was stimmt nicht? Nun, es ist schlimm. Ich habe wieder Ärger. Diese Bastarde von der Regierung. Ich machte ihnen ein Angebot, die Augen zuzudrücken. Doch sie waren nicht so gefügig, wie ich gehofft habe. Sie nahmen mir mein Geld, alle meine Waren. Aber Kotaro hat sie endlich alle vertrieben. Nicht wahr, Kumpel? Der große Kerl ist eingeschlafen. Ja, er schläft tief und fest. Bitte, macht nicht dieses Gesicht. Ihr müsst nicht traurig sein, mein Herr. Oh, das stimmt, mein Herr. Ich habe etwas Gutes in der Hinterhand behalten. Speziell für euch. Mein letztes Stück. Interessiert? Da kann man jetzt einen Schuldschein kaufen für einen Zen. Eine Handelsschuldscheinnotiz aus Ashina. Die letzte Ware von Matai bei Anayama. Senkt die Kosten für Objekte, wenn du sie bei Händlern kaufst. Da wird alles um 10% günstiger. Danke, meine letzte Ware. Ich habe es in meiner Unterwäsche versteckt. Es riecht daher vielleicht etwas streng. Bitte entschuldigen. Das macht mir nichts aus. Und damit bin ich dann komplett ausverkauft. Ich mache den Laden dicht. Aber ihr wisst schon, es ist nicht wirklich alles weg. Ich habe hier noch diesen Sen. Ich nehme diesen einen Sen und verwandle ihn in einen Berg aus Gold. Und wenn das passiert, mein Herr, kommt doch zurück und kauft etwas. Also wer es brauchen kann, wie gesagt, 10% Arbeit erledigt.